Jo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 10. Wir sind jetzt hier in Kilika angekommen, was gerade von Sinns Druckwelle zerstört wurde. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Bildfehler mehr in den Parts. Ich weiß nicht, woran es liegt. Im letzten Part war wieder keiner, soweit ich es überprüfen konnte. Ich habe es jetzt noch nicht fertig geschnitten, aber ich habe mal in die Rohfassung reingeguckt. Ja. Die Maschine ist auch nicht sonderlich warm geworden hier. Ich nehme ja mit der HD-PVR-2 Capture Game Edition Dings Capture Card auf. Ist eine externe schwarze Box. Relativ klein. Wird nicht sonderlich warm. Ich wechsle ab und zu immer die Position, dass man die Sache hin und her schiebt, falls mal der Untergrund ein bisschen wärmer wird. Aber daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Alle Kabel sind dran, alle Einstellungen sind richtig. Ich hoffe, jetzt klappt alles, denn jetzt kommen wir zur nächsten Szene. Yuna wird jetzt nämlich hier die ganzen Verstorbenen gleich besegnen, nachdem wir uns hier mal ein bisschen umgeguckt haben. Und diese Zwischensequenz haut so rein, Leute. Das ist durchaus eine meiner Top 3. Oh, wer bist du? Schatz, du lebst doch, also doch. Oh, nee. Aus der Traum. Die Stube hat geschlossen. Dö. Man beachte, hier steht keine Truhe. Später steht hier nämlich eine Truhe. Hi. Puh, sogar die Schankstube hat zu. Wie soll man das alles nüchtern ertragen? Was geht mit dir? Vorsicht, Tidus. Hier ist nicht alles trittfest. Von hier geht's nicht weiter. Heißt also, zu Wacker können wir erstmal auch nicht. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch... Was geht hier? Achso. Bleibt ja eigentlich nur noch hier lang. Viel Spaß mit der Cutscene, falls er jetzt schon kommen sollte. Ja, kommt. Alles klar. Ich hoffe, keine Fehler. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on, and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew, from the beginning, what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats Sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Ja, es ist doch mal krass. Eine echt traurige Angelegenheit, aber super in Szene gesetzt, ja. Richtig schön gemacht. Von den CGIs her könnte man eigentlich sagen, ist ein aktuelles Spiel. Einfach wunderschön in Szene gesetzt, Leute. Sowas haut mich total um. Wollen Sie immer noch schlafen? Ja. Ja. Die anderen sind schon fort. Egal, ich schlaf trotzdem. Lass mich schlafen gehen. Okay, sie lässt mich nicht. Schade. Ja, dann müssen wir ja wohl leider weiter. Er rennt hier auch rum wie irre. Was ist mit dem los? Komm her. Hey, will ich anquatschen? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Okay. Ja, manche wollen Berufe erlernen, manche wollen irgendwas kriegen und er wird halt ein Blitzball. Er wird kein Blitzballer, er wird ein Blitzball. Ne? Schon klar. So, hier überspeichern wir das auch noch. Dies ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Sagst du mir noch mehr? Nee. Alles klar. Ist das hier eigentlich auch ein Laden? Konnten sie gut schlafen? Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Na gut. Ich muss mal kurz husten. Doch nicht wirklich. Ja. Auch gut. Endlich wach. Wagner wartet schon. Captain Walker's waiting for you. Seit wann hat denn der Typ eine Stimme? Ey, weißt du, also ich warte demnächst mit dem Vorlesen, bevor hier meine Verzögerung wieder dazu führt, dass ich lese und der Typ spricht und das alles gleichzeitig passiert und am Ende keiner was versteht. Gut, der Schild hier. Es ist so viel kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich mit den Reparaturen anfangen soll. Ja, dann schildst du erstmal eine Runde. So, hier geht's irgendwo hin. Dank der ehrwürdigen Yuna konnten alle friedlich ins Abyssum. Abyssum ist, ja, der Ort für die toten Seelen, würde ich mal sagen. Welch Segen, wahrlich ein Segen jemands. Jo. Da werden wir nämlich auch noch... Dem Abyssum werden wir auch noch einen Besuch abstatten. Was mit ihr? Ich hoffe, es wäre... Was? Ich hoffte, es wäre ein böser Traum. Und wenn ich aufwache, dann wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten. Ich glaube, sie meint den Angriff hier. Vater. Okay, die hat ihren Vater verloren. Jo. Alles klar. Was ist hier los? Wow! Okay. Haben wir schon mal ein Kind gerettet? Am Tag eine gute Tat. Wenn Sinn wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst.
Richtig. Zerstörung und Wiederaufbau. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Nicht nur Killika, ganz Spira leidet unter Sinn. Ja. Ist okay. Hier geht's wahrscheinlich wieder nicht mehr weiter. Ah, Wacker wartet schon. Boah, ich dachte, es geht jetzt schon weiter, ne? Weil ich möchte mich schon gern noch umschauen hier. Was guckst du denn so? Das hier ist kein Zoo. Hä? Okay. Da ist eine Truhe, ich hab die gesehen, keine Angst. Es tut mir leid, er wurde von Sinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wenn er eure Dinge von sich gibt. Holen wir uns erstmal die... Ja, ist okay. Ich möchte gerne die Truhe haben. Danke. Jupp. Ja, was wollte ich jetzt noch? Ach so, ja. Ich wollte nochmal zurücklatschen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich mir Zeit lasse, aber ich werde mir richtig Zeit lassen. Ich werde sogar hier nochmal reingehen. Und glaubt mir, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Demnach kann das alles eine Weile dauern. Schon habe ich mich nämlich hier im Haus geirrt. Ich dachte, dass man hier jetzt noch was abstauben kann. Weil wir ja das Kind jetzt gerettet haben. Gut. Dann vielleicht hier. Ach, das Ding hat er ja zugehabt, ne? Jetzt hat es wieder offen. Yay, da ist eine Truhe. Super. Und hier vorne liegt ein Buch. Äther, dankeschön. Hier dieses Ding, damit ihr was von Namen seht. Das ist ein Albed-Lexikon. Nummer 4. Alle T's sind D's. Hier ist es nun ein Albed Ebiakan oder so. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Der Inhalt der Kiste gehört dir, nimm's ruhig. Ein Dankeschön von mir. Jo. Schon passiert. Kann ich bei dir auch Sachen kaufen? Ne? Ich will nichts essen, ich will einfach nur hier bleiben. Okay. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Immer glaube ich, seinen Schatten zu sehen. Oh, ich kann hier auch rum, okay. Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester. Deswegen geht's mir gut. Hm. Gab's hier nicht irgendwo einen Laden? Wie war so? Hm. Da ist Wacker, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen noch gucken, ob... Hier ist jetzt diese Truhe. Da komme ich wieder nicht hin. Da steht jetzt die alte stattdessen. Birschchen, lässt du die Finger davon? Oh, sie sind ja ein Kunde. Ja, siehst du, da haben wir unseren Laden. Wunderbar. Verkaufen. Ja, ich werde noch lange nichts verkaufen. Wissensdurst, Angriff plus 5. Ich guck mir eben mal kurz an, was wir überall haben. Nee, komm. Ich will kurz gucken. Und zwar haben wir plus 5. Lulu hat nur Schrott. Wacker hat nur Schrott. Na ja, komm, hier. Yuna ist okay. Also ich brauche eine Waffe für Lulu. Und eine Rüstung für... Ja, alle bis auf Tidus und Yuna. Je nachdem, was es jetzt halt gibt. Ne, okay. Eine Waffe für Lulu. Hier haben wir einen Suchkaktor. Durchschauen. 2,50. Ja, für Durchschauen, ich weiß es nicht.
steht. Ja, HP plus 5. Och. Habe ich lieber Abwehr plus 5, ne? Bei Tidus. Hier mit dem Wanderschild. Brauchen wir nicht. Reisering haben wir schon. Oh, diese ganze HP plus 5 Scheiße, ich weiß nicht. Hm. Stichlanze. Nee. Ach, da oben sehen wir ja auch, was wir momentan ausgerüstet haben. Ist ja wunderbar. Angriff, durchschauen nehmen wir nicht. Das nehmen wir auch nicht. Datenball wollen wir nicht. Suchkaktor. Suchkaktor? Hm. Ich glaube, den nehme ich gleich mit. Abwehr plus 5 ist mir lieber. HP plus 10 ist mir lieber. Nässe. Wanderschutz, für wen ist das denn? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach, Nässe plus 50%. Ach, da oben steht es ja für Wacker. Ja, nee. Die Frage ist, werde ich es noch bereuen? Weiß man nicht. Gut, also wir nehmen uns einen Reif mit. Ja, komm. Was? Was? Wie viel habe ich jetzt geholt? Einen, ne? Ich habe gerade gar nicht gepeilt, was ich gedrückt habe. Und einen Suchkaktor nehmen wir auch noch mit. Gleich ausrüsten, ja. Ach so, gleich ausrüsten ist immer dieses Schild gewesen, okay. Ja, gut. Gucken, ob alles angekommen ist. Aber ihm nicht. So. Ach, dann habe ich bei gleich ausrüsten auf Nein gedrückt, ne? Auch zu blöde zum Scheißen. Ich denke mal, ja, nur wegen Durchschauen jetzt so einen Datenball holen. Schwachsinn. Ich meine, Lulu kann jetzt gucken, wie viel HP der Gegner hat und Kimari auch und Yuna auch. Und dann haben wir erstmal 3 von 5, die es können. Das reicht erstmal. Und jetzt gehen wir noch. Ach komm, gehen wir jetzt noch weiter. Ich gehe noch mal kurz speichern. Ja, ich gehe nochmal kurz speichern. So. Und ja. Gehen wir noch zur Wacke. Ah, there you are. Be said, Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep, Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victories, all good. Ugh, but is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win. Right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Ja, muss man sich mal drüber klar werden, ne? Ich meine, Sinn radiert hier die Städte aus und der Typ, der denkt da an Blitzball. Aber auf der anderen Seite hat er auch recht, das ist natürlich eine gute Ablenkung, insofern man sich darauf einlässt. Und ja, aber ich weiß nicht, je nachdem wie betroffen man selbst ist und wer aus der eigenen Familie vielleicht damit drauf geht, hat man keinen Nerv, da irgendwelche Blitzballer sich einzuziehen. Was war das für ein Haus? Ach, die Irren, genau.
Gut, dann ab in den Wald. Ich glaube, der hieß Hain oder so, ne? Ab in den Hain. In den Killikerhain. Yo. Okay, jetzt dreh ich ab. Ein weiterer Speicherpunkt. Meine Fresse. Nehmen wir gleich mit. Und die Zwischensequenz auch. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Yuna, what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. Huh? What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Jo, damit sind wir im Killikerhain angelangt und ja. Ich weiß, ich speichere echt oft, aber kommt immer drauf an, wie ich schneide und wie ich ausmache. Deshalb lieber einmal mehr, bevor mir irgendwelche Aufnahmen abschmieren, irgendwelche Bildfehler auftreten, ich die Konsole ausmachen muss oder während des Renderns lasse ich die ja auch teilweise noch laufen. Oder nehmen während des Renderns schon den nächsten Part auf und deswegen, ja, bevor ich zu viel nachspielen muss, speichere ich lieber einmal mehr. Geht ja schnell. Hier haben wir wieder so ein Schild. Da sind irgendwelche Schriftzeichen. Ah, gut. Hilft jetzt weiter. Im nächsten Part werden wir... Da vorne steht ein Riesenvieh. Okay, scheint irgendeine Art Zwischengegner oder so zu sein. Werden wir uns hier mal umgucken. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und auf Wiedersehen. Ciao.